Schlachtschiff, ihr seid in der Reichweite des Schlachtschiffs. Einfach mit einem Autopilotmarker hinsetzen, dann fährt das Schiff automatisch hin. Schon unterwegs. Was meinst du? Die Flugzeuge werden auch repariert dann wieder an Bord. Repariert werden sie nicht, es wird neu bestückt. Wenn du eins verloren hast, dann wird eins dazugesetzt. Du hast unten neben dein Flugzeugsymbol so ganz klein Ah ja. Fighter, so eine Nummern. Und wenn die Elf Stück. aufgebraucht sind, hast du keine Flugzeuge mehr. Das sind deine Warum? Reserveflieger, also. So, meine sind wieder in der Luft. Gleich. So, wo könnte ich denn jetzt mal was hinjagen? In der Mitte, ne? Bei B könnte ich eigentlich mal. Ja, später, wie gesagt, als Träger musst du ganz extrem auf Kreuzer aufpassen, weil die haben Anti-Air-Skills später. Und die sorgen dafür, dass du eigentlich so gut wie gar nicht mehr treffen kannst. Musst du erstmal deren Skill abwarten, wieder zurück, rückziehen und so weiter. Es wird alles nachher komplexer. Jetzt ist es halt einfach nur raufhalten, treffen, zurückfliegen. Ich guck mal, ob ich jetzt den da in B3 krieg. Wie gesagt, zusammenziehen. Jäger sind hinter deinen Bombern her. Kann ich nicht ändern jetzt. Nee, kannst du nicht. Einfach auf Automatik oder manuell bomben und hoffen, dass sie wenigstens noch geschmissen werden. Kann sein, dass du beide verlierst. Nee, das glaube ich nicht. Die schmeißen Feuer. Ja, schmeißen, aber beide Staffeln wirst du verlieren. Du hast die Torpedos in den Berg gejagt. Tja, dumm gelaufen. Aber zwei Torpedos sind noch unterwegs. Eine ist weg. Der Jäger ist hinter dir her. Oh, eine wirst du retten können. Die kriegt er nicht. Ah ja, und sobald deine Staffel tot ist, kannst du automatisch gleich eine neue dann starten. Das solltest du aber jetzt nicht tun, weil die Jäger über dir sind. Ja. Oh, ich glaube, das haben wir verloren. Jetzt kannst du sie wieder starten. Wenn ready sind. Ja, aber ich kann sie nirgendwo hinschicken. Doch, unten da, die zwei. Ach, scheiße, der. Der Jäger Doch, ist kannst dazwischen. du. Der Jäger, ja, der hat auch nur begrenzte Munition, ne? Wenn er sich leer geschossen hat, muss er weg. Was gerade scheinbar passiert ist, er zieht sich zurück. Dann los, Jungs. Der hat ja auch nur begrenzte Munition. Ah, ein bisschen scheint er noch zu haben, aber dürfte nicht mehr viel haben. Er hat einen Sechser Platoon von dir platt gemacht. Er dürfte höchstens ein oder zwei Jäger runterholen können mit der Muni. Was er jetzt genau wahrscheinlich machen wird. Klar, warum auch nicht? Guck, jetzt hat der Jäger keine Muni mehr. Du hast deine Bomben abgeworfen. Zurück. Bomben, Torpedos. Keiner hat Ah, wie? getroffen, ne? Nee. Hat er? Ja, du warst unter Feuer von den Jägern, ne? Da wird die Zielgenauigkeit eingeschränkt.
Na, ich lag sogar richtig. Zwei Jäger hat er dir runtergeholt. Das Schiff selber hat dir vier runtergeholt. Der Kreuzer. Ja, ich fahre, also ich fahre mit dem Setting zwei Jäger, zwei Dive Bomber. Ja, das kann ich ja nicht. Noch nicht. Weil es gibt halt nur diese zwei Settings, Bomber Setting oder Fighter Setting. Man kann sich leider nicht selber aussuchen, welche Jäger man nehmen möchte. Finde ich ein bisschen schade. Landen deine Bomber oder hast du die einfach nur Ich auf habe die Dings? auf Nachladen gestellt, aber die landen einfach nicht. Muss auf F drücken, ne? Oh, jetzt landen sie. Oh, ich habe einen Freund. Ja, hast du wohl. Dein Motor ist kaputt. Nicht reparieren, nicht den Motor reparieren. Weil solange deine Rollbahn nicht brennt, kannst du noch starten. Oh, ich habe sogar zwei am Arsch. Ja, das ist so das Schicksal eines Flugzeugträgers, meistens als letztes zu sterben. Jetzt brennst du, jetzt kannst du dein Feuer löschen. Jetzt kannst du die andere Staffel auch noch starten. Und sie vielleicht auch noch dem Kreuzer, der dich da näher beschießt, torpedieren. Schick einfach beide los. Ja, langsam. Ja, langsam ist gut. Viel Zeit hast du dann leider nicht mehr. Keiner trifft. Ja, manuell zielen ist ja wie gesagt Ja, besser. wie zieh ich denn manuell nochmal? Wie ich dir gerade gesagt habe, Alt-Taste drücken und dann hast du den Zielradius. Ist ja nicht schlimm. Passiert. Ach, Mann, Torpedos! ich rede die ganze Zeit mit euch, ich bin noch gemutet. Ja. Boom! In einer schieren Explosion der Awesomeness von dann gegangen. Ja, dafür habe ich aber trotzdem immer noch zwei destroyed. Ja, klar. Es ist, wie gesagt, Torpedobomber. Das ist nicht so schwer, aber Riesenprobleme hast du halt, wenn. Na? Was wollte ich sagen? Wenn ein Fighter CV im Gegnerteam ist. So, jetzt werde ich mal die Douglas DT gegen die Martin 13M tauschen, ne? Ja, dann hast du bessere Bomber. Torpedobomber. Und einen besseren Rumpf. Wird natürlich auch nicht blöd sein, oder? Was haben wir denn da? Kannst du, dann kannst du, Hangarkapazität ist dann kannst größer. du mehr Flugzeuge laden. Ja. Und hast Wie viele eventuell, glaube Flugzeuge ich, eine gibt's denn? Anti-Air. Ich erinnere mich, meine mich zu erinnern, dass wenn du ich meine mich zu erinnern, wenn du die Langley umbaust, verliert sie ihre Verteidigung. Die hat sowieso keine wirklich vorhandene, also ist das egal. Ja, die AA ganz sind weg, ja, hat recht. Ist wie gesagt egal. Nein, im Gegenteil, du hast dazu bekommen. Du Stimmt. hast deine Sekundärwaffen behalten und Flak dazu bekommen.
Die, die du meinst, ist die Botch. Und nein, die verliert auch nichts. Independence? Ja, die Independence ist das, die ihre Sekundär verliert. Tier 6. So weit sind wir ja noch nicht. So, jetzt habe ich meine Flagge noch schnell aufgemacht, dass ich nicht mehr explodiere. Ja, die ersten 5 Minuten, erste Shell kommt an, ich explodiere. Ich habe nichts gemacht in dem Gefängnis. Gar nichts. Deswegen habe ich mir jetzt eine schöne Flagge an mein Boot geklebt. Kann jetzt nicht mehr explodieren. Ist auch logisch, oder? Wegen der Flagge explodiert man nicht mehr. Lässt sich ja nur so erklären, dass die Flagge so feucht ist, dass sie runtertropft ins Munitionslager, dass das die Strapazierfähigkeit des Munitionslagers erhöht und somit ich nicht mehr explodieren kann. Oder die Flaggen so doll wehen, dass der Wind Einfluss auf die Kugel hat, wenn sie einschlägt, dass sie am Munitionslager immer wieder vorbeifliegt. Oder? Stimmt. Ja, anders kann ich mir nicht erklären, dass eine Flagge das verhindern soll, dass ich explodiere. Nein, es ist wahrscheinlich eher so, dass die Flagge symbolisiert, dass du jemanden an Bord hast, der weiß, wie man das die Munition bunkert. Ohne das ist scheißegal, ob da, wo du die bunkerst, wenn ein Durchschlagstreffer ist, explodiert das so oder so. Aber ich habe ja eine hundertprozentige Chance, dass es nicht explodiert. Also ich kann nicht mehr explodieren. Tja. Und haben die Munition hinten in so Treibsäcken hinterm Schiff hinterhergezogen oder was? Die haben da alle reingepinkelt. Nein, ich meine, also, die haben so Bojen hinter sich herziehen, wo sie die Munition drin haben. Da kann das Schiff nicht mehr explodieren. Oder ich schieße meine Munitionslager einfach gegen die Gegner. Das nennt man dann Torpedos. Zu viel Jäger hier zwischendrin, das nervt. Überall, wo ich was reinschmeißen könnte, sind Jäger davor. Aber der andere Carrier hat auch Jäger, das ist schon mal gut. Dieses Schiff hier bringt mir definitiv kein Glück. Ja, du bist auch als Einzigster vorne, die anderen sind alle noch hinten dran. Und tot. Gesundheit. Entschuldigung. Ich bin unschuldig.